Willkommen zurück. Heute geht's weiter gegen Offworld Club. Das war Free Ember Mintia. Sibara habe ich schon ausgesucht. 3,98 Kilometer. Mit der Nacht kommt auch der Mac. Leistungsstufe 209. Na, mach ich vorher noch einen kurzen Stopp beim Tuning Shop. Sicherheitshalber. Kann ich ja gleich mal schauen. 64% bis jetzt. Vielleicht kommen noch so zwei Kapitel. Dann müsste die Story auch schon wieder durch sein. Gibt's denn hier keine anständigen Herausforderungen heute? Ne. Immer noch dieselben, so wie gestern. Zu langsam, hat nicht gereicht. Sind wir doch schon da, aber natürlich wieder die Einfahrt hier an der Seite. Stufe 4 und 3 ist das niedrigste bis jetzt. Block. Kopf. Die schon mal auf jeden Fall. Turbo werde ich langsamer, dann noch Blockstufe. Steuergerät. Kann ich auch gleich mitmachen. Immerhin Stufe 7. Auspuff und Getriebe. Dann mache ich einen Auspuff. Einmal drehen bitte. Stufe 6. Ja, ein bisschen bringt's was. Weiter geht's. Oh. Ja, erstmal rauszufinden. Genau jetzt bringt er neue Teile rein. Bin gerade mal ein paar Sekunden weg. Driftzone? Nee, liegt nicht auf dem Weg. 100 Meter. Es heißt, Männer regieren die Welt. Was für ein Quatsch. Wag dich einen Tag mit uns in die Wüste, wenn du dich traust. Wir sind die Free Ember Militia. Militia wird's ausgesprochen. Hatte lange keiner mehr die Eier, meine Crew herauszufordern. Meine Eier sind berüchtigt und ganz Paris spricht über meine Leber. Ich bin eben was Besonderes.
Ich hab von dir gehört. Du bist doch dieser Showman. Sorry, Darling. Diese Crew ist zu hart für dich. Wir sind tough. Das beweisen unsere Narben. Ich bin Faith. Du willst gegen mich fahren? Dann übersteh unsere Prüfungen. Als erstes den River Run. Ey, die Sprüche immer. Meine Eier sind so groß wie... Ja, was auch immer. Ein perfekter Renntag, Mädchen. Na, dann wollen wir mal sehen, wie lang dieser Showman durchhält. Mal los. Ja, der Volvo-Step ist jetzt auch noch nicht drin, der da gerade im Intro zu sehen war. Genauso wie mit RX-7, E30. Oh, alle übersprungen. Holy shit. Ja, erstmal schön weggedrängt. Die sollen wahrscheinlich dann noch zusätzlich später dazukommen. Es soll sein, dass sie noch nicht fertig sind und dass noch ein paar Änderungen daran vorgenommen werden müssen. Aber hier ist doch schon die 30. Hä? Wieso fährt er hier schon mit und da noch nicht im Spiel? Ich kann noch nicht kaufen. Gleich mal abkürzen. Abzug in der B-Note. Aber hat nicht viel gebracht. Und den Token gleich mitgenommen. Ja, während des Rennens hat man noch so ein bisschen Zeit, um ein paar Zwischendinge einzusammeln. Shit. Da ist der Volvo. Außer EA macht's wirklich und bringt's als kostenpflichtiges DLC raus. Das kann man ja bei EA nie wissen, wie sie es machen. Sehr gut. Weiter so. Ich nehme, was ich krieg. Ja. Shit, um ein Haar. Und damit ein bisschen versaut das Rennen. Annehmen. Na komm, mach schon. Ein perfekter Renntag, Mädchen. Na, dann wollen wir mal sehen, wie lang dieser Showman durchhält. Dann gewinne ich mal. Mit der G-Klasse hier rumzufahren. Beim ersten Sprung, Showman. Oh mein Gott! Brauchst du eine frische Hose? Das war's für dich. Alles ist erlaubt. Ja, okay, unter so einem Scheißfelsen. Mann! Diese dämlichen KI-Gegner.
Das war schön Bande genutzt. Boah, ich sehe ja gar nichts durch den Dreck. Jetzt Führung halten und sicher nach Hause fahren, die letzten 1,1 Kilometer. Zieh's einfach durch, Mac! Ein bisschen. Kopfstufe 7. Sprungdauer Landung. Ach, ich baue lieber für Leistung ein. Fahre zum Zielpunkt. Hey, meine Mädchen haben eine alte Motocross-Strecke entdeckt. Seht zu, dass du da auftauchst. Eine Motocross-Strecke in Autos? Klar, warum nicht? Das wird lustig. Dann fahren wir mal die Motocross-Strecke mit den Autos. Hinten ist noch ein Token. 60 Sekunden. Ich versuch's mal. Gib der Sonne beim Springen einen Kuss von mir, Mädchen. Und Mac. Ich wette, du kommst bei diesen Sprüngen nicht mal halb so hoch wie sie. Na los, los! Sie crashen sich schon von Anfang an weg. Nice. Ja, eine Motocross-Strecke. Scharfe Kurven. Aber Platz ist genug da. Platz 1 ist in Reichweite. Da ist der Tow. Ich hebe ab. Gleich eingesammelt. Ah, voll vor den Pfeiler. Sollte vielleicht nicht so große Sprüche klopfen. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Und ich kann auch immer noch crashen. Es sieht gut aus. Oh, da darf man nicht zu tief kommen. Jetzt knallt man direkt vor den Abhang. Vor die Kante. Anführer des Rudels, Baby!
jetzt nur kein Fehler mehr. Ja, da war auch bei mir der Pfeil am Weg. Es war nicht so doll, aber trotzdem ein bisschen behindert. Alter, was war denn das für ein Gegenpendler? Letzten 500 Meter. Ab durchs Ziel. Wow, das war krass. Erstes Event abgeschlossen. Ach, kann ich eintauschen. 5 Missionen gesamt. 4 voraus. Ich dachte nicht, dass jemand, der aus Überrock verjagt wurde, so viel Biss hat. Das war wirklich schade. Ich hatte gehofft, dass jemand dem Haus einen Dämpfer verpasst. Magst du das Haus etwa nicht? Es besteht aus Quinoa-fressenden Riesenarschlöchern, die jegliche Freiheit ersticken. Ich schätze, das heißt nein. Kluger Junge. Okay, weiter. Eins meiner Mädchen hat nahe dem Silver-Casino bei einem Sprung zerrissen. Also versuchen wir ihn jetzt alle. Was auch sonst? Allradantrieb. Kann man keine schönen Burnouts machen. Neue Lieferung abchecken. Teile-Token, $10.000, violetter Qual. Speed One. Kirschroter 65er Ford Mustang. Er hatte sogar einen Silverrock Lufterfrischer am Rückspiegel hängen. Was ist aus ihm geworden? Mein Dad musste ihn versetzen, nachdem die Fabrik geschlossen wurde. Mist. Ich hoffe, du kriegst ihn irgendwann zurück. Das werde ich. Ganz bestimmt. Ich habe das Auto dreckig gemacht. Nee. Wie weit ist denn das ja noch? Der Tag ist halb rum. Ist das jetzt gut oder schlecht? Driftzone. Nee. Nicht das optimalste Auto dafür. Hier war ich ja noch gar nicht gewesen in den Bergen. Nee, eigentlich nicht. Ich wette, hier gibt's ein brauchbares Teil. Doch, ich seh mich mal. Gleich hat den Pickup gefunden. Wow, das stammt von einem C10 Pickup. Man stolpert auch so per Zufall über die Teile drüber. Braucht noch nicht mal wirklich danach suchen. Speedwap 169. Bin ich zu langsam dafür. Junge, 1,6 Kilometer bis dahin.
Schönen Canyon haben sie da. Drifte 300 Meter ohne Unterbrechung. Probieren. Beweis mir, dass du mehr als ein Großmaul mit einer Glückssträhne bist. Das klingt, als glaubst du nicht an mich. Ach, wirklich? Mal los! Aus dem Weg, sonst haue ich dich weg. Oh, ich liebe Offroading. Ich nicht. Genau aus diesem Grund. Macht das vielleicht besser durch den Staub? Nein, das macht's noch schlimmer. Ja, man hat schon damals genannt, Nitro nicht in Kurven einsetzen. Das wird sich rächen. Oh, Alter, was geht denn? Das ist wirklich wie ein Blindflug, hinter die Typen hinterher zu fahren. Mensch! Das ist doch wieder das nicht eigentlich. Dass ich da gleich so wegfliehe, wenn der mich abdrängt. ...2,2 Kilometer, jetzt macht er mal Platz hier. Ich muss nach vorne. Na, jetzt abkürzen können. Dran vorbeigesprintet. Na gut, Wetter habe ich verloren. Juckt mich aber jetzt im geringsten. Ja, verdammt! Und hab ich's drauf? Kopfstufe 7. Habe ich auch schon. Eintauschen. Dritte Mission. Oh, meine Heckscheibe ist kaputt. Ich bin also nur ein Showman. Die hintere Seitenscheibe auch schon. Du kannst fahren. Aber denkst du echt, ein paar akzeptable Sprünge beeindrucken mich? Und was genau wäre nötig, um dich zu beeindrucken? Zunächst einmal könntest du aufhören, es zu versuchen. Meine Mädchen müssen sich ein bisschen austoben. Falls du nicht zu viel Angst um deinen hübschen Lack hast, fordere sie doch als nächstes heraus. Bevor ich erstmal kurz durch die Tankstelle. Kleine Reparatur und Waschanlage. Weiter geht's. Offroading demoliert das Auto. Plakatwand.
nehme ich gleich mit. Nein! Oh, ich bin nochmal oben gelandet. Jetzt war es mal vom Vorteil gewesen mit den Zurücksetzen. Wieder nicht so schön. Hup. Schade, fast noch das Auto drauf gesprungen. Faust. Warte auf mich, Faust. HQ oder was? HC. ...230 empfohlen. 60 Sekunden lang Netz. Da und gewinne das Rennen. Nein. Das riskiere ich bestimmt nicht. Auf einer so verdammt engen Strecke können wir nicht mit der ganzen Crew fahren. Willst du zeigen, dass du kein Blender bist? Dann tritt an und lass dich fertig machen. Die Show beginnt. Keiner ausgeschaltet. Hat eine kleine Rolle gemacht. NATO, Antro. Fort ist das. Ja, fort. Will es aber wissen. Oh, Gott sei Dank, endlich wieder Straße. Ach nee, jetzt ist schon wieder ins Gelände. Sorry. Platz 1 ist so nah. In manchen Crashes kann man sich auch noch kaputt lachen. Und erster. Na, zumindest fast. Mal wieder Nitro aufladen, dann noch mal am Ende vorbeiziehen. Oh shit, das war scheiße. Kein Problem. Da habe ich gedacht, ich kann abkürzen, aber war doch nicht so clever gewesen. Stein, Stein. Es geht nicht, jetzt werden sie wieder langsamer. Ja, die verlieren freiwillig. Lassen mich immer freiwillig hin. Mann, Showman! Manchmal ist es schon fragwürdig mit dem Gummiband-Effekt, aber besser, wenn man dann doch gewinnt.
Outlaw kann ich einbauen, kriege ich einen Boost. Drei Events, zwei voraus. Bin noch irgendwas in der Nähe. Wann hörst du auf, mich Showman zu nennen? Ich habe bewiesen, was ich drauf habe. Du kapierst es nicht, Darling. Wir könnten überall fahren. Wieso denkst du, sind wir hier draußen? Denk drüber nach. Aber jetzt gehen erstmal die Prüfungen weiter. Du schlägst dich gut, aber ich will sehen, was du noch kannst. Treffpunkt am Plateau. Seid dort. Yes, Sir. Starte die Begeisterung. Ich mache jetzt erstmal wieder eine kleine Pause für die Folge. Nächstes Mal mache ich weiter mit den letzten zwei Rennen. Dann gibt's ja noch. Ja, mal schauen, dann gibt's wahrscheinlich wieder Kapitelende danach. Machen wir da erstmal weiter. Bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder schauen. Reingehauen.